vielleicht ein Stück nur so. 9 Sekunden. Upsi. Mit dieser gemeinsamen Kampagne wollen wir zwei Sachen erreichen. Das erste ist, wir wollen, dass das Verständnis für Landtechnik im Straßenverkehr wächst. Die zweite Sache ist, wir wollen, dass ihr, also unsere Landwirte, sicherer unterwegs seid. Ich selbst bin ehrlicherweise kein Experte auf dem Gebiet, habe mir also zwei Expertinnen dazu geholt und die werden sie euch jetzt vorstellen. Hallo, ich bin die Theresa, ich arbeite als Betriebshelferin. Ich habe keine Ahnung, was hier heute auf mich zukommt. Das war gar nicht immer so schlecht. Hi, ich bin Julia, ich bin Fachkraft für Arbeitssicherheit bei den Bayerischen Maschinenringen und wir machen heute das Programm Fahren mit Verantwortung, Unterweisung mit fahrpraktischen Elementen. Ziel von der ganzen Veranstaltung ist, dass man sich klar wird, welche Gefahr man im Straßenverkehr darstellt, welche Gefahr oder wo man an welche Stellschrauben drehen kann, damit die Gefahr kleiner wird und dass man das Ganze auch mal von der anderen Seite sieht. Und was ganz wichtig ist, ich denke, das kennst du, wenn du mit vielen verschiedenen Fahrzeugen fahrst, dass man erstmal die Kabine, den Sitz auf sich einstellt. Ja. Scheiße. Von der Höhe vom Sitz passt's. Ja, passt auch. Dann, was natürlich auch noch dazu gehört, sind die Spiegel. Ja. Du hast links und rechts deine Spiegel. Ich kann dir jetzt auch helfen beim Einstellen, weil alleine ist das immer wenig. Der müsste ein bisschen weiter rein. Kann er dir jetzt auch noch in der Neigung verstellen? Nee, passt so. Okay. Ja. Dann starten wir jetzt mal mit der ersten richtigen Aufgabe. Und zwar hast du jetzt deinen Schleppersitz optimal eingestellt, du hast deine Spiegel eingestellt. Jetzt sollten die toten Winkel relativ klein sein. Trotzdem hat er natürlich noch tote Winkel, gerade nach links und rechts. Du kriegst jetzt von mir den Parkhütchen und darfst die toten Winkel nach links und rechts einmal abstecken. Aber ich glaube, da können wir jetzt fast wieder aufhören. Ja, ich habe mir gedacht, das ist ein ganz kleiner toter Winkel, den sie da jetzt absteckt. Woher kommt das? Also warum glauben die Leute, ist der tote Winkel so klein? Weil man wahrscheinlich selber viel als Fahrer unterwegs ist und eher weniger als Person drumherum und man schätzt es einfach verkehrt ein. Du kannst mir die Hütchen mal geben, ja. Dann darfst du dich auf deinen perfekt eingestellten Sitz setzen und schauen, ob du die Hütchen siehst. Das sind die toten Winkel, wie Theresa sie geschätzt hat. Der tote Winkel an der Front ist ihrer Meinung nach am größten. Beim restlichen Teil ihres Traktors schätzt sie die nicht sichtbaren Bereiche eher kleiner. Du wusstest natürlich schon vermutlich, ja. Was kommt raus? Dass sie keins sieht. Also das sehe ich ganz leicht, sonst sehe ich keins. Über den Spiegel oder direkt? Beides. Also das sehe ich direkt, aber über den Spiegel sehe ich keins. Hast du das auch schon mal gemacht, dass du da machen müsstest, dass du das mal absteckst? Ja, wir haben es auf unserem Lehrgang gemacht. Und du warst? Natürlich drunter. Und jetzt zeigt sich, wie gut Theresa geschätzt hat. Julia setzt die Hütchen so um, dass Theresa sie von ihrem Fahrersitz aus sehen kann. Das Ergebnis ist eindeutig. Theresa hat die toten Winkel deutlich unterschätzt. Man achtet halt gar nicht so drauf, wenn man jetzt irgendwo losfährt oder so, dass es dann doch so eine Entfernung ist. Deswegen legt man es halt eher näher, weil man schaut halt schnell links, rechts runter oder Spiegel links, rechts und dann ist gut. Also schon weit nach vorne, so hätte ich nicht gedacht. Klar, wenn an dem Hütchen ein Mensch steht, dann sieht sie den Mensch natürlich. Aber je näher natürlich dieser Mensch von dem Hütchen weg, Richtung, also je näher die Person an den Traktor geht, in dem Fall, desto eher ist sie verschwunden. Und wie schnell das geht, seht ihr dann auch gleich noch. Kannst du mal von hier drin noch so ein paar Selfies von dir machen, jetzt schnell, bitte. Winken muss ich nicht, gell, ich fahr drüber. Hast du das Bobbycar schon gesehen? Bin ich drüber gefahren? Ja. Hätte ich das sehen sollen? Hast du gewunken? Nee. Ich hab nicht gesehen. Es war alles geplant, so wie es gelaufen ist. Aber du hast jetzt Kind überfahren! Jetzt siehst du mal, wie groß der tote Winkel ist und dass man da wirklich überhaupt nichts sieht. Nicht nur die kleinen Hütchen, sondern auch das Bobbycar nicht. Und keine Ahnung, man stellt irgendwas im Radio ein, schaut irgendwas auf dem Handy, du fährst los, zack. Also, ja. Ich habe mich dann umgedreht und irgendwie, ups. Ja. Was hast du denn? Ich habe ein Kind überfahren. Ich habe ein Kind überfahren.
Ja, ist echt übel, ja. Ich glaube, das wäre jetzt jedem passiert. Also ich denke nicht, dass jetzt einer, gibt es bestimmt vereinzelt welche, die dann komplett nochmal absteigen. Aber selbst in dem Moment, wenn du wieder aufsteigst, kann ja auch wieder was vor dem Bulldog. Ja, genau. Dieses Beispiel, so lustig es auch scheint, zeigt eines ganz deutlich. Unfälle wie diese passieren verdammt schnell. Und sie haben katastrophale Folgen. Die Gefahr von toten Winkeln darf keinesfalls unterschätzt werden. Julia hat einen Tipp, der die Gefahr zumindest reduzieren kann. Ich habe die Möglichkeit, durch Spiegel, durch die richtigen Spiegel, durch neue Spiegeltechnik, zum Beispiel Weitwinkelspiegel, mir den toten Winkel zu verkleinern. Er wird nie ganz verschwinden, aber er ist deutlich kleiner als mit den normalen, ich sage jetzt mal alten Spiegel. Das ist jetzt mal zur Verdeutlichung, wie groß der tote Winkel nach vorne ist. Wir werden jetzt das Flatterband spannen. Du hebst es an die Augen und ich gehe so weit vor, bis es am Boden ist und knapp über die Motorhaube drüber geht. Es ist eine Hypotenuse, unter der man verschwinden kann. Okay, also wir haben eine 6 Meter lange Hypotenuse. Das ist für mich völliger Quatsch, was ich gerade erzähle. Aber es ist gefährlich. Ja, also. Ja doch, es ist schon. Der Punkt zwischen Theresa und Boden ist die Ankathete, das andere ist doch die Gegenkathete und das lange ist die Hypotenuse. Also Kinder, es nie unter die Gegenkathete gehen. Oh, Hypotenuse. Hypotenuse gehen ist gefährlich, gell? Also wir machen jetzt die zweite Challenge. Wir haben ein recht großes Frontanbaugerät. Wir fahren jetzt einfach mal so weit raus, bis wir links ein Hütchen auf dem Gehsteig sehen. Das ist da unten positioniert. Du darfst aber vorher mit diesem Hütchen abschätzen, wie weit du tatsächlich auf die Fahrbahn rauskommst. Wir simulieren jetzt hier eine Hofausfahrt. Da vorne ist der Gehsteig, dann kommt die Straße. Und du gehst jetzt mal den Weg ab, so weit, wie du mit dem Vorbaugerät auf der Straße stehst, bis du unten links das Hütchen siehst. Genau, also du tastest dich mit dem Schlepper raus, ja, und stehst dann hier mit dem Vorbaugerät und siehst aber das gelbe Hütchen schon. Also hier ist mein Ende, mhm, also das Mähwerk. Ja, vielleicht ein Stück all nur so. Ich stelle es jetzt mal so hin, oder? Ja. Ich verschätze mich bestimmt wieder. Aha. Guckst, was glaubst du? Hast du das Hütchen getroffen, oder? Ja, ich war, glaube ich, ziemlich gut. Ja, hätte sogar noch ein paar Zentimeter weiter rein. Ja. Aber das steht jetzt auch. Ist gut. Was wir halt jetzt anschauen müssen, du bist relativ weit von dem Hauseck entfernt. Wenn das jetzt eine engere Ausfahrt wird, wird die ganze Sache natürlich wieder kritischer, schwieriger. Und wir stehen ja schon komplett auf dem Gehsteig. Also wir haben jetzt hier mal den Fahrradfahrer simuliert. Der da vorne mit seinem E-Bike daherkommt, E-Bike 25 km/h, der wird in der Sekunde ungefähr 7-8 Meter zurücklegen. Und das, ja, mal 3, dann sind wir bei 20-25 Meter. Das wären jetzt so 25 Meter circa in 3 Sekunden. Wenn du jetzt da die 3 Sekunden dich raustastest, ist er dann natürlich in der Zeit schon da und steht dann direkt vor dem Mähwerk oder vielleicht sogar schon im Mähwerk drin. Ja. Genau in der Situation ist dann der Tipp, rückwärts rauszufahren. Ich sitze näher am Punkt, wo dann was passieren kann. Ich kann schneller anhalten und sehe besser nach links und rechts raus. Wenn du mit deinem Traktor einen Radfahrer überholst, musst du innerorts wenigstens 1,5 Meter Abstand halten. Außerorts sind es sogar 2 Meter. Neuer Ort, neuer Schlepper, neues Anbaugerät. Wir haben jetzt hier den John Deere. Hinten hängt ein recht großer Ladewagen mit dran. Deine Aufgabe wird jetzt erstmal sein, zu schätzen, wie lange brauchst du von dieser imaginären Haltelinie hier, bis du die ganze Straße, bis du die Hütchen drüben überquert hast und auch den ganzen Ladewagen hinter dir herzogen hast. Also die Straße muss dann wieder frei sein. Wie lang diese Zeitspanne ist? Ich schätze, dass ich 40 Sekunden brauche. Dann messen wir das Ganze mal. Alltäglich und gefährlich. Mit ihrem Gespann blockiert Theresa für mehrere Sekunden die komplette Straße. Jeder dritte Traktorunfall passiert bei so einem Fahrmanöver. Scheiße.
gefahren, aber es war natürlich ein leerer Ladewagen. Es schaut mit dem Vollen anders aus. Es schaut auch anders aus, wenn Unebenheiten drin sind, wenn ich schräg die Straße überqueren muss. Wenn vielleicht Bäume im Weg stehen und ich den Querverkehr nicht ganz so gut beobachten kann, das spielt dann alles noch mit rein. Ich war kürzer, gell? Was war deine Schätzung? 40. In welche Richtung geht's? 30. 30? Oh Gott, das ist mehr. 9. 9 Sekunden? 9 Sekunden. Echt so? Du warst echt zügig unterwegs. Also du bist zügig über die Straße drüber. Du warst jetzt natürlich leer. Das ist was anderes, wenn manchmal der Ladewagen halt nur, voll wenn ist. Ein bisschen, ja, genau. Dass er besser kommt, ja. Wir hätten dann noch andere Einflussfaktoren, zum Beispiel eine schlechte Sicht nach links und rechts. Oder eine Kurve, ja. Ja, genau, dann musst du auch wieder langsamer rausfahren oder dann fahrt man wahrscheinlich automatisch langsamer raus. Aber 9 Sekunden, mit der Zahl können wir jetzt weiterarbeiten. Also du hast jetzt ganze 9 Sekunden braucht von dieser Seite, bis dann die komplette Straße wieder frei war. Das heißt, für 9 Sekunden ist die Straße da gesperrt für den Querverkehr, egal von welcher Seite der kommt. Also die Formel geht so, ich rechne die Geschwindigkeit des V durch 10 mal die 3. Dann kann man es einfach halten. Das Auto ist jetzt mit 80 km/h unterwegs. Durch 10 sind 8 mal 3 sind 24. Du hast jetzt 9 Sekunden braucht von Anfang bis Ende. Rechnen wir das mal 9, sind wir bei 216 Meter, die das Auto weg sein muss. Und dann geht es ganz knapp raus, weil das ja, wir gehen davon aus, nicht bremst oder nicht bremsen möchte. Und 216 Meter, wir haben mal gemessen, von der Kurve weg bis zum Tor sind es 100, 110. Also das Doppelte. Tipp 1 ist einmal die Pinguine am Straßenrand zählen. Jeder Pinguin steht 50 Meter auseinander. Da kann ich schon mal ein Gefühl dafür kriegen, wie weit ist denn das weg oder wie weit sehe ich denn. Der andere Tipp ist natürlich vorsichtig fahren und auf sein Glück hoffen. Allein auf sein Glück hoffen ist leider nicht genug. Die meisten tödlichen Unfälle passieren auf Landstraßen. Das sind die Straßen, auf denen ein großer Teil des landwirtschaftlichen Verkehrs stattfindet. Die Autofahrer müssen teilweise halt auch ein bisschen Verständnis aufbringen, weil man sich auch oft dann unterschätzen kann, ob ich jetzt schnell oder langsam rauskomme. Aber der Landwirt muss genauso schauen. Also ich finde es so sehr gut, wenn halt beide darauf achten. Weil wenn ich jetzt an der Kreuzung stehe und ich sage, der braucht da ewige Meter, komme ich ja nie raus, weil es würde gefühlt immer ein Auto kommen. Deswegen. Was glaubst du, was kommt noch? Ich denke mal, dass sie auf jeden Fall noch Gefahrenbremsung machen. Das ist ja dann so typisch. Ich weiß nicht, vielleicht nur mit einem Anbaugerät, wo ausschert. Das könnte noch sein. Sonst bin ich gespannt. Bist gespannt? Und hoffst, dass du nicht so daneben liegst. Und es kommt auch so richtig Action mit Feuer und Wasser. Nee, ob es Feuer, Funken und Wasser gibt, das seht ihr in der nächsten Folge mit Theresa. Danke. Ciao.